Willkommen zurück bei The Witcher 3, hier in Kaer Morhen. Wir haben nämlich noch eine Aufgabe zu erledigen, oder im Endeffekt noch zwei Aufgaben zu erledigen. Und zwar machen wir jetzt die letzte Prüfung. Wir sollen mit Lambert reden, denn der muss was erledigen, wobei wir ihm helfen werden. Ja, mal sehen, wo er ist. Irgendwo hier unten wahrscheinlich, ne? Ja, dicht sind wir bei ihm dran. Ja, hier ist er. Ah, verdammt. Hier. Hä? Ah. Da ist er. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Hm. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Irritierend, meinst du? Ich dachte, du stehst auf Zicken. Solange es Frauen sind? Dann hast du deine Königin gefunden. Schluss jetzt. Der Kreis der Elemente wartet. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Ja, ich bin dabei. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Ja. Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht geflickt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Wie geil, dass wir auf die Salamandra nochmal eingehen. Hui! Also das ist schön. Das ist total... Also finde ich richtig geil. Weil... Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Also weil das ja der erste Teil ist und die Salamandra ja in Vergessenheit geraten sind, so ein bisschen im zweiten Teil. Ich finde es cool, dass es hier nochmal aufgeschnappt wird. Geralt hier auch. Oh, nein! Wow, Geralt macht. Okay! Okay! Alles klar! Das war ein Fail! Oh, ich wollte noch sagen. Wir können nicht über die Berge gehen. Ja. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Ja. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig. Ich hab ein Déjà-vu. Den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachhörst? Wurde der immer noch nicht geflickt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Ich hab ein Déjà-vu. Eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich.
Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Déjà-vu! So ein Mist aber auch. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot vertäut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Hm, jetzt ergibt das Sinn. So. Hier ist ein kein Déjà-vu mehr. Verdammt, mir noch ein Level up. Sehe ich ja gerade jetzt erst. Moment, ich muss hier kurz. So. Ja, wo packen wir den Punkt rein? Packen wir da nochmal einen rein. Ach, und wir können. Ja. Was können wir denn da jetzt reinziehen? Machen wir das. Ach, das haben wir da oben schon drin gehabt. Verdammt. Das hier vielleicht haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Ja, das haben wir auch schon. Das haben wir nicht alle schon. Ja, müssen wir, nehmen wir mal das hier erstmal rein. Ah, nee. Ah, nee. Kann ich... Ah, verdammt. Mein nächstes Mal. Hier unten, ich kann nämlich eine neue Reihe aktivieren. Dann tauschen wir das aus beim nächsten Mal. Ach so, alles was aktiviert ist, ist hier so ausgefüllt und alles was nicht aktiviert ist, ist nicht aus. Ah, gut zu wissen. Sicher jetzt erst gerade. Na gut. Harpien? Krieg dich! Kommt her! Stirb! Stirb! So, alles natürlich mitnehmen. Ja, ich wollte eigentlich looten und dich nicht anreden. Da ist noch eine! Schlitz! Geralt? Ja. Da ist irgendwo noch eine, oder? Da! Na gut, die interessiert uns jetzt erstmal nicht. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Ah. Hütte am See. Genau hier verteut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt?
Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Finde... Was für ein Assi? Schubst du mich da erstmal weg? Finde das Boot. Hab's. Da sind noch ein paar Ertrunkene. Zack. Und zack. Ein Wasserwein. Das hat uns gerade noch gefehlt. Oh nein. Komm jetzt. Du wirst auch noch einen Abgang machen. Nein! Es hat mich vollgerotzt! Also gut. Der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben. Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wese mir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Okay. Aber ich nehme den Loot. Oh, und will ich verzaubern. Und wie kann ich jetzt... Ich bin jetzt auf dem Boot. Geralt? Kann das Steuer nicht übernehmen. Achso, ich kann mich einfach hinsetzen. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Ihr sollt weiterreden. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf anhält. Okay. Fast da. Ah. Gut so. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager?
Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze. Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht er rein? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Wir sollen mal nachsehen. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Wie komme ich da denn jetzt hin? Na, Junge. Aber einen Moment. Sicherheitshalber. Warte mal, irgendwie sieht es so aus, als hätte ich... Oh, ich habe meine Stahlwaffe noch da. Sieht nur so aus, als hätte ich keine. Hey, kleiner Mann. Keine Angst, du bist in Sicherheit. Gut, na schön, du hast recht gehabt. So, so, was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Da, la, 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 la. Das gedacht. Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Sicher ist sicher. Wenn ein Menschenleben in Gefahr ist, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Klar. Der edle weiße Wolf kümmert sich immer um die Notleidenden. Er ist mehr Heiliger als Hexer. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Ja, dann wurden wir... hart verarscht. Aber da ich ja dieses komische, diese Fähigkeit habe, auf einmal, dass wenn diese rote Leiste voll ist und ich am Sterben bin, ich mich einfach instant wieder voll heile, habe ich das überlebt. So, und mein Schwert ist ein wenig am... ja, das geht ja gar nicht. Anfängerwaffenreparaturset. Und alles ist wieder okay. So, und ja, ein wenig hiervon. Ja, und speichern, weil er ja nicht nach jeder Meditation speichert. Sicher, sicher. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich?
war Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Lese mir. Bereit? Du Fettwanst! 1, 2, 3. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Wand wirkt nicht sehr stabil. Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Echt mal gereilt. Komm mal nach, bitte. Alter, was hast du für Probleme gerade? Du glitscht da ja voll rum. Was? Ich hab Knochen. Pulverisiert. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Ich könnte natürlich jetzt Katze nehmen. Kann ich Katze... hab ich Katze? Damit wir es ein bisschen heller machen. Nee, habe ich nicht. Alchemie. Ja. Oh. Guck mal. Neuer Trank. Geil. Und Blauchmut dagegen können wir herstellen. Geisteröl. Aber keine Katze. Denn dazu brauchen wir noch so weit. Also Katze ist nicht so machbar. Aber wir haben dafür neue Tränke, die wir jetzt nutzen können. Geralt? So, ja gut, wir gehen weiter. Okay. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Wo bist du denn? Da. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Geralt, hoch da. Schön wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Ich bin mir vorsichtig. Keine Ahnung, wen du damit beeindrucken willst, aber die harte Tour zieht bei mir nicht. Musst du gerade sagen. Wesemir hat mir von deinem Job für diese Nilfgaarder in Velen erzählt. Was machst du da? Ich töte Monster. Ich bitte dich. Ist mir so rausgerutscht. Komm schon. Ah, er meint das Theaterstück, was ich gemacht habe. Aber das war cool. Hat Geralt richtig entertained. Ja? Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll.
Das ist bestimmt eine Falle. Hexersöhne, ich gehe weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses ist ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Oh. Hm, das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Level 10? Die sind noch lappig. Aber die können wir nicht angreifen, leider. Weil die da auf so einem Hang stehen, wo wir nicht hin können. Steine werfen wir, ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexersen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden, okay. Wir reden. Das ist voll wichtig. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexersen nicht hauen zurück. Nur Brabbel, Brabbel. Hexer, gut. Dumm Troll, du! Hexersen Monster töten! Trollsen sein Monsters! Ja, wahre Sache! Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Okay. Gut. Wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pfui, sticht in Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Können wir sie jetzt trotzdem boxen? Ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Mhm. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektion erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche Monster. Sie haben mit Steinen nach unten... Echt mal, aber Geralt ist nett. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann, sieht toll aus. Huch. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Gut, werden wir machen. Gleich nach dem Cut.
Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft.